Nächste Rednerin ist Fiona Fiedler, sie ist von den NEOS. Ein Gesetz für die Fachausbildung zur Kieferorthopädie. Klingt nicht sehr spannend und wenn man ehrlich ist, so spannend ist es auch nicht. Wie so oft ist es aber eine überfällige Anpassung. Immerhin haben schon fast alle anderen Länder in der EU eine derartige Fachausbildung. Wichtig ist das Gesetz jetzt, damit Patienten sich orientieren können und wissen, welche Ärzte in welchen Bereichen ausreichend Kompetenz vorweisen können. Genau mit diesem Punkt haben wir einige Probleme. Deshalb lassen Sie mich kurz von dieser Fachausbildung einen großen Bogen zur Zahnmedizin machen. Für viele Menschen hat die Pandemie nämlich das Vertrauen in die Medizin erschüttert und noch schlimmer auch in die Ärzteschaft und alle zugehörigen Gesundheitsberufe. Wenn wir wollen, dass unsere Bevölkerung Gesundheitskompetenz entwickelt und sich eigenständig und vorsorglich um ihre Gesundheit kümmert, müssen wir wieder ganz stark an diesem Vertrauen arbeiten. Wir wissen alle, dass wir besonders beim Thema Zähne früh ansetzen müssen. Wer als Kind nicht ordentlich lernt, Zähne zu putzen, wird später mehr Probleme damit haben. Wenn man als Kind nicht beibringt, dass auch Kieferorthopädie ganz wichtig ist, wird sein restliches Leben mit den Folgen von Fehlstellungen leben müssen. Wir haben die Zahnspangen auf Krankenkasse eingeführt. Wir wissen aber nicht so wirklich, wie gut das genutzt wird, weil wir auch nicht wirklich wissen, wie viele Kinder und Jugendliche regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Aber anstatt unsere eigenen Versprechen einzulösen und einen Elternkindpass bis 18 einzuführen, redet das Ministerium von einem Pass bis zum 5. Lebensjahr. So sehr wir die Fachausbildung jetzt begrüßen, klar muss uns sein, dass wir dringend auch an den Rahmenbedingungen arbeiten müssen, damit die Bevölkerung wirklich davon profitieren kann. Danke.